So, ich sitze hier auf einen Kaffee mit Doris Schuppe vom Ryerworks Coworking in Santaní, Mallorca. Hallo Doris, schön, dass du Zeit hast. Hallo Esther. Ja, vielleicht magst du dich und auch dein Projekt einfach mal kurz vorstellen. Ja, ich bin die Doris Schuppe, auch abgekürzt Doshu im Internet zu finden oder in Social Media, und bin Social Media Beraterin und Dozentin und betreibe seit Mai, wie du schon kurz erzählt hast, 2015, den Coworking Space Ryerworks im kleinen Santaní auf Mallorca. Was war denn so die Idee, welche Menschen da zu euch zum Coworken kommen sollen und wer ist dann tatsächlich da? Das Konzept ist, dass wir an eigentlich Selbstständige hauptsächlich gedacht haben, so wie ich es selber jahrelang bin, und stets im Urlaub das Problem hatte, wenn ich mal was arbeiten wollte oder musste, selten eine vernünftige Internetverbindung zum Arbeiten gefunden zu haben. Und deswegen wollten wir gerne was dazu ändern und haben uns auch für uns das Ziel gesetzt, dass wir gerne dort arbeiten wollen, wo es schön ist. Nicht, dass München nicht auch schön ist, aber auf Mallorca ist es halt dann doch ein paar Monate mehr schön. Und daher war dann der Plan entstanden, auf Mallorca zu leben und zu arbeiten, und haben dort für uns einen Platz geschaffen zum Arbeiten, ein großes Büro, und sind aber da nicht stehen geblieben, sondern möchten auch anderen Menschen die Gelegenheit bieten, dort zu arbeiten, wo es schön ist, wenn sie mit Internet und Laptop arbeitsfähig sind. Und auch das ist noch nicht das, wo wir stehen geblieben sind, sondern für uns ist es auch ein Zeichen zu setzen, dass man in einem kleinen Ort im ländlichen Raum hier in Santaní arbeiten kann, nicht nur touristisch oder in der Landwirtschaft, sondern eben auch in anspruchsvollen Berufen, wenn dies per Internet und Laptop abbildbar ist. Interessanterweise sind auch Freelancer hier, aber doch sehr viele Menschen, die in festen Anstellungsverhältnissen sind. Und einige von denen haben halt einfach schon Apartments oder Häuser hier in der Region. Und für die war das dann ein wunderschönes Momentum zu sehen, oh prima, ich kann einfach noch eine Woche oder zwei Wochen an meinen Aufenthalt hier dranhängen, weil ich habe ja bei Ryerworks im Coworking Space vernünftiges Internet mit Glasfaser-Internetanbindung und muss mich nicht auf meine Mobilfunkverbindung oder etwas löchrige Verbindung direkt am Meer zurückgreifen. Also das funktioniert eben oft nicht. Und wir sind hier 3000 Meter vom Meer entfernt, aber eben noch in einer vernünftigen kleinen Stadt, wo auch die Stromversorgung sehr zuverlässig ist und auch die Mobilfunkabdeckung da ist. Das heißt, ich bin hier auch mit meinem Handy gut erreichbar. Ja, ich glaube, ihr habt dieses Konzept Workation erfunden, oder? Das wird insgesamt Coworkation genannt, also ein Kunstwort aus Coworking und Vacation. Und das gibt's an mehreren Stellen der Welt inzwischen. Und das Interessante ist auch, dass wir eine Firma kennengelernt haben, die das so spannend fand, dass sie eine Finca hier in der Nähe gemietet hat mit 5 Zimmern. Und dort dürfen sich dann immer bis zu 10 Menschen aus der Firma einbuchen und haben dann Freizeit auf der Finca und kommen zum Arbeiten zu uns. Und deshalb ist es auch ganz gut, dass wir hier in dem Coworking Space auf unseren 185 Quadratmeter einen Bereich abgetrennt haben als Meetingraum, wobei das mehr so ein Multifunktionsraum ist, der wird für viele Dinge benutzt. Und zum Teil setzen sich dann die Projektgruppen zusammen in diesem Meetingraum, weil sie eben sehr viel auch miteinander sprechen, weil das sind Softwareentwickler, die oft beim Kundeneinsatz sind. Und wenn sie hier sind, dann ist eben der Austausch und die gegenseitige Know-how-Transfer und das alles so wichtig, dass die selten still vor sich hin arbeiten. Und da ist es ganz gut, dass sich dann die Gruppe in den Meetingraum zurückziehen kann, damit andere Menschen hier nicht die ganze Zeit etwas gestört werden. Und in Santaní selber, wie sind da die Verbindungen zu der Kommune, zu den Leuten um euch? Wir sind hier inzwischen einfach als die Menschen, die von Digitalien eine Ahnung haben, positioniert. Sprich, auch die Nachbarn kommen zum Teil her, strecken mir ein Handy in die Hand und sagen, das funktioniert irgendwie nicht mehr richtig, ob ich da helfen könnte. Oder es war schon mal jemand mit einer CD hier, wo er wissen wollte, was da drauf ist. Stellte sich raus, war eine medizinische CD. Und das finde ich super, dass das auch wahrgenommen wird. Und wir möchten ja auch gerade zeigen, dass eben nachwachsende Generationen durchaus hier einen Lebensstandort finden können, wenn sie zum Beispiel über Internet arbeiten wollen. Und da finden wir es klasse, dass wir da schon einige Kontakte in die Schulszene gefunden haben.
und dass einfach auch Schüler uns wahrnehmen und als Raum wahrnehmen und nutzen. Und gar nicht, dass wir das unbedingt denen unbedingt aufdrücken oder so, sondern sowas funktioniert ja immer viel besser, wenn sie es für sich entdecken und dann auf einmal hier anklopfen und die Räume nutzen. Jetzt gibt's doch eigentlich noch mehr Coworking Spaces auf Mallorca, oder? Seid ihr mit denen vernetzt? Ja, wir sind also mit anderen Coworking Spaces hier vernetzt. Es gibt ungefähr 9 in Palma, wobei dann die Frage ist, was immer alles Coworking ist und manches dann eher eine feste Bürogemeinschaft, wie auch immer. Aber da bestehen gute Vernetzungen, besonders auch zum Bed and Desk in Arenal, die auch ein ähnliches Konzept haben wie wir, dass eben Arbeiten und Urlaub verknüpft wird. Und dadurch, dass der Matthias, der das betreibt, sehr stark in der IT-Community verhaftet ist, dadurch, dass er an der Universität hier in Palma Informatik studiert hat, sind wir auch ganz froh, mit ihm sehr gut vernetzt zu sein, weil wir sehr häufig dann zu Events bei ihm mit dabei sind, unsere Coworker mitnehmen. Denn hier in Saint-Denis haben wir, auch gerade weil wir als Ausländer hierher gekommen sind, nicht so eine Vernetzung dann in diese Szene hinein. Wie finanziert ihr euch eigentlich? Magst du ein bisschen was zu eurem Geschäftsmodell sagen? Wir haben damals eine Firma gegründet auf Mallorca, die Covoshu Mallorca SL. Das ist vergleichbar mit einer GmbH in Deutschland. Und über die betreiben wir zum einen den Coworking Space, den wir dann im Mai 2015 aufgemacht haben, und rechnen darüber auch unsere kompletten Leistungen ab. Mein Mann seine IT-Leistungen für Firmen, die er erbringt, und ich meine Social-Media-Leistung, wenn ich sie hier aus Spanien erbringe. Zum Teil bin ich halt auch nochmal in München vor Ort als Dozentin bei der Akademie der Bayerischen Presse. In dem Moment mache ich das aber über meine deutsche Selbstständigkeit. Also ein bisschen habe ich hier 2 Buchhaltungen sozusagen. Und das ganze Projekt haben wir aus unseren Rücklagen gebildet. Das heißt, das ist für uns ohne fremdes Kapital gestartet und wir tragen es durch unsere Arbeitsleistung und der Coworking Space manchmal auch monateweise durch seine Coworker, die kommen, oder auch durch die Firmenkooperation, die wir haben, dass halt regelmäßig Menschen herkommen und zu uns zum Arbeiten kommen. Außer der Coworkerei habt ihr ja auch noch Veranstaltungsräume. Du hast da was erzählt, dass ihr diverse interessante Lernevents, Lernmöglichkeiten auch habt. Das ist halt ganz stark der Punkt Community. Wer Coworking nur als einen Platz zum Arbeiten denkt, der hat noch nicht genau durchdrungen, um was es hier eigentlich geht. Natürlich geht es auch ums Arbeiten und natürlich geht es auch durch voneinander Lernen während des Arbeitens. Aber eben auch darum, dass man zuhört, was in der Community gerade an Bedarf ist. Wir haben beispielsweise ein Ablemos-Event, wo wir Spanisch sprechen, weil wir hier eben sehr häufig auf Deutsch angesprochen werden, da unsere Nachbarn alle Deutsch gelernt haben, denn hier sind so viele deutsche Touristen schon seit Jahren. Und in Ablemos wird dann wirklich definitiv nur Spanisch gesprochen. Oder unsere Neues-Machen-Runde, die jede Woche stattfindet und wir am Jahresanfang über unsere Kalender gesprochen haben und wie wir unsere To-Do-Listen pflegen und das Thema Journaling, was gerade ja auch mal wieder so ein bisschen im Schwange ist, und Bullet-Lists und so. Und da lernen wir dann auch voneinander. Genauso wie wir es auch einmal im Monat auf dem sogenannten Coworking Monday tun. Da kann jeder herkommen und einen Tag lang frei Coworking nutzen, selber erfahren, wie es ist. Und am Nachmittag gibt es dann immer eine Know-how-Session. Das heißt, ein Coworker stellt sich hin und hat halt irgendein Themengebiet, wo er sich oder sie sich gut auskennt, und stellt das in einer Q&A zur Verfügung. Und das zeigt dann eben, was Coworking ist, dass ich einfach mit Menschen zusammenarbeite, die in bestimmten Themen einfach Experte sind. Und dann sind solche Fragerunden zum Thema Social Media oder SEO, oder demnächst machen wir eins zum Thema Sprechen und Stimme. Das ist einfach sehr, sehr wertvoll, und da lernt man dann auch, was es bedeutet, in einem Coworking Space zu arbeiten oder auch in der Community zu sein. Und von wegen Werken, da sprichst du wahrscheinlich auf unser Craftworks an. Das war so eine zufällige Geschichte, wo ich erzählt habe, dass ich halt stricke und häkle und ob das nicht andere Leute mittun wollen. Und daraus hat sich jetzt auch so ein regelmäßiger Treff entwickelt, wo die verschiedensten Sachen gemacht werden, wo wir auch Makramee gelernt haben oder gemalt haben, was eben gerade so, ja, gelernt werden möchte oder gemacht werden möchte.
Das klingt jetzt so, als ob sich ziemlich viel so von selbst einfach entwickelt, aus der Community heraus. Macht ihr denn darüber hinaus noch gezielt Öffentlichkeitsarbeit? Wir sind sehr stark auf Facebook aktiv, auf Twitter. Wir sind in der German Coworking Federation in Deutschland. Da sitze ich mit im Beirat und bereite auch gerade die große Coworking und Konferenz und Barcamp Cowork vor, die Ende März in Leipzig stattfindet. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch immer wieder mit den anderen Coworking Spaces in den Dialog geht, wie sich die Szene da weiterentwickelt, was es für interessante Veranstaltungsformate gibt. Nur so ein Beispiel, das ich letztens wieder gehört, in Düsseldorf, das Gewächshaus, die machen einmal im Monat ein Whisky-Tasting per YouTube. Das heißt, es gibt einen YouTube-Channel von jemandem, der in einem langen Video einen Whisky beschreibt. Und den schauen die sich an mit genau diesem Whisky und hören sich halt an, was er dazu erzählt und trinken währenddessen den Whisky. Das fand ich auch so eine super schöne Idee. Und deshalb ist es sehr wichtig, man kann nicht immer alles selber entdecken und nicht immer hat die Community auch die Bedürfnisse, die sie nennt. Manchmal muss man sich auch einfach die Inspiration woanders holen. Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Du führst uns ja dann gleich noch durch deine Räume mit der Kamera. Vielen Dank nochmal und wir sehen uns vielleicht mal wieder auf Mallorca. Bis dann einmal. Ciao. Herzlich willkommen zu RayaWorks. Das ist Doris. Wir sind hier auf Mallorca in Santani und ich zeige euch jetzt kurz unseren Coworking Space. Wenn ihr reinkommt, sieht es so aus. Und ihr schaut gleich in den Bereich Coworking. Hier vorne ist noch ein offener Bücherschrank, wo Bücher in verschiedenen Sprachen ausgetauscht werden können. Und ansonsten geht es dann hier hinein in den Coworking Bereich. Mit den verschiedenen Arbeitsplätzen. Wir haben auch Standing Desk für die Leute, die halt lieber mal im Stehen arbeiten. Hier oben haben wir Espontas aufgehängt. Das ist der Felsbogen hier an der Küste von Cala Santani. Weitere Arbeitsplätze, zum Teil eben auch mit Monitoren, wobei die meisten tatsächlich lieber einen Arbeitsplatz so mit ihrem Laptop benutzen. Jede Menge Büromaterial, Farbdrucker und Schwarz-Weiß-Drucker. Und wir haben auch zwei von diesen Fahrrädern, mit denen die Coworker einfach mal zwischendurch was erledigen können, zum Strand fahren können oder ja, zu Finca zum Beispiel fahren können. Okay. Dann haben wir hier unseren Lounge-Bereich unter dem schönen Sonnenschirm. Da können Sie auch sehr wunderschön sitzen. Hier ist die Bibliothek direkt im Zugriff mit allen möglichen Fachbüchern, digitales Marketing, Social Media und auch Unternehmensgründung. Wir finden auch viele von unseren kleinen Sessions statt, wie zum Beispiel auch der Craftworks-Abend, wo wir zusammen handwerken. Dann seht ihr hier den Kaffeebereich mit köstlichem Kaffee und schönen Herzchen. Die Maschine, die das hier tut. Und das ist der Rainer, der mit mir den Space zusammen betreibt. Neben der Coworking Area gibt es dann auch noch einen Meetingraumbereich. Und den seht ihr hier. 40 Quadratmeter, sehr modular nutzbar. Das war uns bei allen Dingen wichtig, die wir gemacht haben, dass das alles so flexibel wie möglich ist, damit wir Tische auseinanderreißen können, Tische zusammenstellen können, einfach nur Stühle reinstellen können, was auch immer. Flexibilität, das war so eins der großen Adjektive, unter denen wir unseren Coworking Space hier aufgemacht haben, weil wir es eben auch vielen Leuten ermöglichen wollen, diesen Raum zu nutzen, hier einfach einen Ort der Begegnung zu schaffen,
an dem sie sich auch wohlfühlen und genau ihre Bedürfnisse so das einrichten können, wie sie das brauchen. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen inspiriert, wie zum Beispiel das Brett, was ich hier gemalt habe, euch empfiehlt. Let's get inspired. Ciao, ciao von Mallorca and hasta pronto. Thank you.